dann auf geht's. Die ersten 5 Kilometer. Bis jetzt läuft es perfekt. Alzenau, Landesgartenschau. Ich habe Karl am Main erreicht, in Türkei. Das ist der Alner See, Hennef. Randall Island. Ich komme hier gerade aus Dammbräuch raus. Niederhalberg, Michelbach. Durch die Hitze von Köln. Eschborn, Siegburg. Das hier ist Birlinghofen. Uckerath. Altenbödingen. Bonn. Altdorf. New York. Unfassbar geil. Central Park. Und ich mache meinen Lauf. Das ist so geil. Hell's Gate. Bin hier in Hanau. Back in East Harlem, New York. Queens, Bronx. Manhattan. Manhattan. Welcome in Brooklyn, New York, baby. Ich laufe jetzt auf Troisdorf zu. Unglaublich schön. Wildnis. No risk, no fun. Weite, soweit das Auge reicht. Wald, frische Luft, Nebel und Kälte. Fachwerkhäuser, Wiesen, Flüsse. Wie im Urwald hier. Die Kühe sind immer noch am Fressen. Ich bin immer noch am Laufen. Hab ein gutes Gefühl. Also bisher läuft alles nach Plan. Die Vorfreude treibt mich voran. Leistungssteigerndes Training. 355 Höhenmeter. 25.000 Schritte, 35 Kilometer. Ich brauche Luft. Prost. Besser könnte es nicht laufen. Das gibt mir Mut. Ich fühle mich weiterhin gut. Heute ist Wettkampftag in Bonn. Es geht verdammt steil berghoch. Hoch, runter. Ich habe mittlerweile 33 Kilometer in den Beinen. Nochmal schnell eine Banane. Und dann geht's los. Langsam fängt es an Spaß zu machen. So kann es weitergehen. Start, 3 Brückenlauf. Jetzt geht's los. So Kühe, jetzt will ich den Laola sehen. Auf! Voll in die Kuhscheiße getreten. Zum Glück stand hier ein Dixi-Klo. Konzentration. Weiter geht's. 53 Minuten durch Sand und Kies. Herzfrequenz von 180. 80% Luftfeuchtigkeit. 30 Grad. Gluthitze in New York. Fix und fertig. Jeder Kilometer ist jetzt eine Qual. Ohne Worte. Jetzt weiter durchhalten. Es wird immer heißer. Wasser. So, das Wasser direkt mal wieder rausgepinkelt. Fühlt sich echt gerade scheiße an. Bullshit. Echte Niederlage. Läuft gerade nicht so gut. Sieben in der Wade ist zurück. Ordentlich Schmerzen im Oberschenkel. Knieprobleme. Hab mich natürlich mal wieder verlaufen. Eiskalt heute. Völlig fertig. Zudem bin ich heute Morgen mit Schnupfen aufgewacht. Es geht auf. Ich hab einfach zu viel Durst. So, wie komme ich jetzt hier durch? Flucht. Abenteuer Sackgasse. Ich müsste gerade abbrechen. Ich krieg überhaupt keine Luft. Davon lasse ich mich nicht aufhalten. Das legt mich doch nicht zurück. Daraus lernen, die Fehler das nächste Mal nicht mehr machen. Okay, los geht's. Asphalt und Sonne. Muss ich jetzt durch. Den Ehrgeiz habe ich jetzt. Es regnet und es geht fast nur noch bergauf. Jetzt nochmal Gas geben. Ab nach Hause. Ich kämpfe gerade um jeden Meter. Da machst du dich keine Vorstellung, wie anstrengend es ist, durch diesen Sand hier zu rennen. Sonne voll im Gesicht. Echt brutal. Mit dem Rucksack ist es echt hart. Meine Fresse. Ich weiß nicht. Wie lange ist das durchhalten? 35 Grad. Hier tropft der Schweiß von der Stirn. Es war so brutal heiß. Hier stinkt bestialisch. Da wird gerade die Morgentoilette gereinigt. Meine bisher größte Herausforderung. Dunkel und nass. Ja! Ja! Schöner Ausflug heute. Abenteuer. Ja. Unfucking fassbar. Fühlt sich etwa so an wie die Vollendung des Halbmarathons. Super. Geil. Weit und breit, nur mein Schatten und ich. Ich krieg's Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, das ist so ein geiles Gefühl. Wirklich. Gönnt euch was! Ich hab mein Asthma weggelaufen, kein Asthma mehr. Geil. Top! Ich hab den geilsten Blick ever. Geil. Ja, tollen Ausblick, wunderschön, herrlich, Sonnenschein. Ja! Yeah. Hallo Pferde. Die Sonne geht auf. Hab gerade mit Gänsehaut. Where's Brooklyn at? Where's Brooklyn at? Ist das geil. Bestzeit 1,37. Yeah. Hammer. Ich bin glücklich. Jetzt mit Tempo. Kommt mit. Vollgas. Yeah. Jetzt bald. Hammer Pace heute. Ich gebe mein Bestes. Na, am Rekord. Komm. Könnte ein neuer Rekord werden. Auf geht's. Gas geht's. Roadrunner. Komm. Spaß machen tut.
Das war anstrengend. Maximalpuls bei 190. Das war ein echter Härtetest. Ein großer Schritt Richtung Marathon. 3,44 kann ich schaffen. Ich bin sehr optimistisch. Langsam steigt die Nervosität. Ich denke, ich bin gut vorbereitet. Das wird was. Spannung steigt. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Es gibt doch Mut für den Marathon. Ready to start! Der Countdown läuft. Bollwerk, let's go! 3,44er Pace-Läufer habe ich überholt. Yeah. Ist das geil, Gänsehaut. Alles tut weh. Da bahnt sich so langsam ein Krampf an. Ein einziger Kampf. Mein Knie macht jetzt langsam echt Probleme. Ich musste jetzt schon ein paar Mal unterbrechen. Mein Knie schmerzt so dermaßen. Ich kann nicht mehr richtig laufen. Ich versuche jetzt nur noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Jetzt zieh es durch. Ich beiß mich durch, bis ich da bin. Tschakka! Du schaffst es ins Ziel. Sag ich mir die ganze Zeit. Beendet. So bin ich fertig. Und jetzt erstmal auf die Couch. Prost.